Grundrente. Kann die Rentenversicherung mich zwingen, eine Steuererklärung abzugeben? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir berichten ja zurzeit ganz, ganz viel über das Thema Grundrente und da kommen immer mal wieder solche Fragen bei uns rein, wie zum Beispiel das Thema, kann mich die deutsche Rentenversicherung zwingen, wenn ich die Grundrente beantragen möchte oder sie haben möchte, dass ich eine Steuererklärung abgebe. Und zwar Hintergrund ist der, wenn der Grundrentenzuschlag ausgerechnet wird, gibt es ja dann die nächste Berechnungsstufe, nämlich die Einkommensanrechnung. Und bei der Einkommensanrechnung greift die deutsche Rentenversicherung normalerweise auf Feststellungsdaten der Finanzämter zurück, die sie elektronisch abrufen kann. Und wenn es solche Feststellungsdaten aber nicht gibt, dann kann die deutsche Rentenversicherung Sie nicht dazu zwingen, eine Steuererklärung abzugeben. Und schon gar nicht dann, wenn Sie zum Beispiel Alterseinkünfte haben, die zum Beispiel unterhalb der jeweiligen Grundsteuerfreibeträge liegen. Wie macht die deutsche Rentenversicherung das in solchen Fällen dann? Ganz einfach. Es gibt eine Institution, die nennt sich ZFA und dort ruft die deutsche Rentenversicherung ihre Rentenversicherungsdaten einfach ab. Das heißt also, sie weiß, sie sieht, wie viel Rente haben sie im letzten Jahr, im vorletzten Jahr oder im vorvorvergangenen Jahr eigentlich gehabt. Und sie berechnet dann selber anhand der Gegebenheiten, der gesetzlichen Gegebenheiten, den entsprechenden Freibetrag und zieht dann entsprechend der Vorschriften der Einkommensanrechnung nach § 97a anrechenbares steuerpflichtiges Einkommen ab. Und deshalb müssen Sie keine Steuererklärung abgeben, um die Einkommensanrechnung für die deutsche Rentenversicherung möglicherweise einfacher zu machen. Es wäre natürlich für Sie wünschenswert, dass Sie das vielleicht tun würden, eine Steuererklärung abzugeben, aber gezwungen werden können Sie rechtlich dazu nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.